Diese Partie hatten wir natürlich auch schon, aber jetzt mal umgedreht. Wir spielen Juventus gegen die Bayern und das eben bei schönstem Sonnenschein. Und damit hallo allerseits und willkommen zu Pro Evolution Soccer 2016, der Demo. Das letzte Spiel mit Frankreich gegen Brasilien lief ja schon 1A und auch mit Juventus haben wir richtig gut spielen können. Hoffentlich wird sich es eben gegen die München nochmal bewahrheiten und deswegen legen wir jetzt auch gleich mal los. Wir haben Anstoß und müssen jetzt mit Schatten kämpfen. Mal schauen, wie gut oder schlecht wir damit zurechtkommen werden. Die Teams anhand der Trikots können wir ganz gut erkennen. Das dürfte schon mal keine Probleme geben. Jetzt müssen wir auch wirklich auch noch gut durchkommen. Es fängt schon mal ganz gut an. Na, Flankenposition war jetzt nicht so astrein, weil ich mich nochmal abgedreht habe. Aber immerhin haben wir noch den Ball. Patrice Evra. Und ich gönne mal was. Wow. Da muss Neuer richtig hinter den Ball steigen. Patrice Evra mit seinem Linksfuß hat einen ordentlichen Schuss aufs Tor geknallt. Hat sich einfach angeboten, weil auch gar kein Gegenspieler in der Nähe war. Und natürlich ist der Ball mal wieder fast komplett außerhalb dieser Kamera. Aber Eckball mit Pirlo in dem Fall, weil er ja noch hier spielt, das kommt mir ganz gelegen. Wobei die Bayern-Spieler ja ganz kopfballstark sind. Da dürfte eigentlich nicht viel möglich sein, aber wir lassen uns überraschen, Neuer kommt raus. Pogba stand bereit, er hat ja schon mal mit dem Kopf sehr gut agiert und das nicht nur einmal. So, aber jetzt Bayern, Vorsicht. Ja, Vorsicht, die könnten nämlich den Ball verlieren. Pirlo nicht wirklich der Sprinter, aber der Passgeber und der war richtig gut. Morata jetzt, direkter Schuss, aber Neuer ganz sicher, aber ich musste da einfach spielen. Ich glaube, Boateng hing uns am Hintern und der ist auch nicht ohne, sei es im Zweikampf und generell eben ein ziemlich flinker. Oh, da kommt durch bei Dante, aber Boateng fängt den ab, wieder einmal. Aber wieder ein guter Anfang für uns, darauf können wir eben aufbauen. Tevez, nein, kommt Morata da nicht zur Hilfe, aber Morata fängt den Ball ab. Er fälscht ihn zumindest ab. Spielt er bestimmt ganz hoch, yep. Das war schon zu erkennen, ja. Upsa. Nein, doch, okay. Gibst du den Ball her? Geht doch. Oh, oh, oh. Ja, den bekommt er. War zu sehr in die Füße gespielt. Aber genauso eben das. Aber Rafinha holt ihn sich wieder. Mann, der kämpft richtig. Na gut. Ist auch nicht ungewöhnlich für ihn. Pogba. Da bekommst du den Ball. Marquisio. Muss ich mal schießen. Oh, er ging drüber. Über das Tor gezwitschert. War, glaube ich, etwas weiter, als es wieder mal von dieser Position aussah. Aber er ist nicht schnell und da muss ich einfach mal was riskieren, ja. Einen guten, sagen wir mal, 3/4 Meter über das Tor gehämmert. Ja, die Mitte hier ist ziemlich frei. Die Außenspieler bieten sich eben an, um auch mal den Ball hier kurz abzuspielen. Na, na. Oh, kommt er durch. Bernard. Das Ding geht ins Aus. Das war nicht gut und bisher hat Bayern noch nicht wirklich was aufs Tor von uns geliefert. Ich spiele ihn einfach mal hoch. Und das ist richtig schön weit. Dann hätte er weitergehen können. Er kommt gleich wieder zurück, aber zu uns immerhin. Und der geht gleich zum Gegner. Ich habe mich schon wieder an die Aktion Frankreich-Brasilien das erste Mal erinnert, als wir 2 Tore nach so einem Abstoß kassiert haben. Und das wollte ich hier nicht wieder haben. Bin einfach mal auf Nummer sicher gegangen. Oh, oh, jetzt kombinieren die sich ja durch. Aber zum Glück bleiben sie an der vielleicht vorletzten Station kleben. Jetzt sind die hier unten in Überzahl. Das finde ich nicht gut. Aber Ball bekommen. Ach, wieder gleich abgegeben. Ja, jetzt fängt auf einmal wieder an, Bayern zu drücken. Das ist gerade die Phase, wo wir drüber stehen müssen. Der müsste ankommen, ja. Dann bitteschön. Ah, nicht erst umdrehen. Uiuiui. Wird das was? Mal gucken. Ja, es müsste abseits sein. Und ein Neuer kommt raus. Pogba. Neuer war natürlich draußen, aber den muss man erstmal reinmachen. Frag nach. Bei. Ah, bei Evra. Oder was bei Pogba? Egal, beides Franzosen. Und wir haben im letzten Spiel ja
Frankreich gegen Brasilien gespielt. Darauf wollte ich einfach nochmal hinaus, auf die letzte Partie, als das Tor auch ziemlich frei war, aber diesmal stand keiner auf der Linie. Ja, Neuer musste den hier womöglich abfangen, obwohl, nee, der Bayern-Spieler, der Abwehrspieler hätte den auch bekommen. Aber der Ball kommt genau zu uns, direkt draufgezogen, ziemlich hoch, aber drin ist drin. Und der Ball springt knapp genug vor der Linie auf, nicht, dass der an der Grenze vom Fünfer abspringt und dann über das Tor geht. Das wäre richtig ärgerlich gewesen. Aber gut. In neuer Manier allerdings eben in die Mitte gespielt. Besser wäre es gewesen nach außen. Naja, man kann es eben auch von außerhalb immer einfacher sagen, als es auf dem Platz letztendlich auch wirklich ist. Schade. Also wir liegen wieder in Führung. Der Gegner muss das Spiel machen. Und wir müssen bestenfalls gleich ein 2-0 hinterherlegen. Oh. Oh oh. Oh oh. Okay. Ich dachte schon, der segelt über Buffon drüber, der Ball. Aber Glück gehabt. Na, dann bekommt er doch nicht. Okay, das finde ich gut. Jetzt in den Raum. Morata. Schieß. Und Tor. 2-0. Ja, es geht doch. Ziemlich kurzer, spitzer Winkel, aber 2-0. Super, freut mich. Der Ball kam durch, das hat mich noch mehr gefreut. War echt nicht schlecht gespielt. Muss ich auch mir selbst zugeben. Eigenlob stinkt zwar, aber mir hat es auf jeden Fall gefallen und das muss ich einfach in dem Fall mal sagen. Pogba den super gut mitgenommen und dann in den freien Raum. Zack, 0-2 aus Bayern-Sicht. Das schmeckt mir. Tja, jetzt müssen sie richtig loslegen und da gibt es wieder Räume hinten. Zum Beispiel sowas hier auch. Wobei das jetzt kein wirklicher Raum war. Okay, da wollte ich zu viel tricksen. Aber ich bekomme den Ball wieder. Zweite Chance. Und Pock mit der Hacke. Den wollte er mit der Hacke mitnehmen, oder? Ich schau mal kurz nach. Der wollte den nicht ernsthaft gerade mit der Hacke über Neuer lupfen. Das wäre ein Tor des Jahres geworden. Das wäre sogar noch besser gewesen als Ibrahimovic damals mit Schweden, wie sie hier aneinander abprallen. Mit Schweden gegen England, wobei das Ding natürlich auch vollste Kanone war. Schauen wir mal kurz nach. Vorspulen bitte, das will ich jetzt nicht alles sehen. Ich glaube, der wollte mit der Hacke mitnehmen. Das ist unglaublich. Wäre der reingegangen. Das hätte ja nochmal das Tor von ihm gegen Brasilien getoppt. Flach, aber den bekommen wir. Der war zu flach, Neuer. War zwar schnell gespielt, aber eben zu flach. Ja, Bayern macht mehr Fehler. Die sind ja auch richtig unter Zugzwang mittlerweile. Na, ja, der war zu... Ich wollte eigentlich hier Tevez anspielen. Der war zu zentral. Oh, jetzt kommt der Ball an. Weil der Spieler auch frei stand. Aber... stören. Immer schön stören, Spielfluss behindern und die Möglichkeit unseren Spielern geben, hinten wieder reinzurücken. Ballgeschiebe könnte man meinen, aber daraus ergibt sich eine richtig gute Chance und Buffon zur Ecke abgewehrt. Wichtig, Götze war das, okay. Wo kommt Marquisio her? Aus dem Nichts. Dann mal her mit der Ecke. Bestenfalls gibt es die gleich zurück in die Bayernhälfte. Tevez, bekommst du den? Jawohl. Kampfschwein Tevez, aber Halbzeit, schade. Hab gar nicht auf die Uhr geschaut, aber naja. 2-0-Führung kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Deutlich mehr Zugzwang zum Tor. Dafür haben wir weniger Ballbesitz, aber wir führen immerhin 2-0 und darauf kommt es an. Gleich mal in die zweite Halbzeit gerutscht. Oh. Na, ja, das war etwas zu spät. Da wollte ich zu lange für den richtigen Moment warten. Also, bis der Stürmer sich richtig platziert hat. Aber das war für uns als Passgeber einfach zu spät. So, Bayern, ihr müsst nachlegen und das richtig. Also, macht mal die Pforten auf. Aber bitte kein Offensivfeuerwerk abbrennen, was ihr dann auch noch verwandelt. Schade. Aber soweit verständlich, Lahm hier in die Hacken gefahren, das zweimal. Aber im zweiten Mal war es Pirlo von der Seite.
Postwenden zurück, das wäre super. Oder er geht aufs Tor. Na, oh, wow, wow. Zum Glück kam der Bayern-Spieler nicht direkt vor den Ball. Oh, das war heiß. Oh. 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 Verdammt schnell aus dem Einwurf. Nicht schlecht gemacht. 2:1, Thomas Müller. Mist. Kann man aber auch, ja, kann sich sehen lassen. Schnell, direkt, kurz gespielt und der Raum war einfach da und dann auch die Lücke zwischen Buffon und eben dem Pfosten genutzt. Schade. Jetzt wird schon wieder enger für uns. Weiter nach vorne spielen. Vorne habe ich gesagt. Nämlich so. So, jetzt mal wieder fangen. Das wird schon wieder, Leute. Bin ich mir ziemlich sicher. Na, der eigene Spieler fälscht den Ball noch ab. Schade, das ist die Torchance. Die Möglichkeit einer Chance richtig zunichte gemacht. Der spielt nicht nach unten, der spielt ja noch besser. Oh, zum Glück. Zum Glück war das nix. Na, ich hätte gedacht, der Ball kommt beim Bayern-Spieler an, aber unten steht auch noch einer. Hm, das ist blöd. Dann mal wieder etwas zurückziehen. Na, oben wären mehr Spieler frei gewesen, meines Erachtens. Aber gut, jetzt haben sie sich vor unten entschieden. Na, was wird das? Es wird ein Einwurf für Bayern, okay. Das ist unser. Evra. Ah, der war etwas zu hart, deswegen konnte er ihn jetzt nicht wirklich gut annehmen. In dem Fall Vidal. Wird auf jeden Fall noch ein hartes Spiel. Hatte ziemlich viel Freiraum, aber er hatte nicht wirklich die Anspielmöglichkeiten. Deswegen war mir das jetzt gar nicht so wichtig, dass der da direkt angegangen wird. Jetzt erstmal befreien. Na, der war zu lang, der war zu lang. Aber Neuer wieder, das war gar nicht mal so gut. Aber jetzt, oh. Okay. Auf jeden Fall einige interessante Aktionen hier dabei, eben auch von Neuer. Nee, etwas knapper. So, bitte. Perla. Auf dem kurzen Pfosten, na, es war zu flach. Und da bekommen wir den Ball abgenommen, kein Konter. Gut. Perla setzt nach. Pirlo nochmal bitte. Na. Oh, das wird nichts. Der war zu kurz. Aber richtig kontern kann Bayern jetzt auch nicht. Wir stehen wieder hinten ganz gut. 20 Minuten sind es noch. Wen habe ich denn noch mit Juventus auf der Bank? Muss ich mal nachschauen. Tja, für die Position, die wir so haben, nicht wirklich gut bestückt. Die Angreifer will ich nicht auswechseln. Nee, da will ich so bleiben. Und im Mittelfeld... Gvatko Asamoah, das ist eher ein Außenspieler. Caceres, nee. Bleibt so. Basali könnte ich noch reinbringen, aber ich bleib so. Wird wahrscheinlich wie mit Frankreich gegen Brasilien oder auch schon so oft sein, dass ich einfach mit dieser Mannschaft durchspielen werde. Klar, frische Kräfte bringen auch was, aber ich bin gerade nicht so wirklich überzeugt von dem, was wir auf der Bank haben. Zumindest nicht mit diesem System. Na, das war doof von mir. Morata aber auch ziemlich weit hinten. Der holt sich die Bälle von hinten. Schaden kann es nicht. Zumindest in diesem Fall nicht. Jetzt ran. Ihr seid zu dritt. Das müsst ihr schaffen. Jo. Ah, den habe ich mir abnehmen lassen. Das war Quatsch. Das war ziemlich blöd. Oh, oh. Da kommt nämlich jemand in die Mitte. Aber... Unser Murmel. Na, ja, kaum Möglichkeiten für mich, irgendwas Gutes da anzuspielen. Und jetzt geht der Tevez wieder rüber. Das war blöd. Hätte gedacht, er läuft da Richtung Außenbahn weiter, aber war nicht der Fall. Ne, unten ist er gedeckt. Oh, oh. Ging nochmal gut. Oh, getunnelt. Aber dennoch haben wir den Ball verloren. Aber schöne Grätsche. Ball wiederbekommen. Evra. So, da winkt jemand, dann bekommt er auch den Ball, wenn er rankommt. Ja. Aber Ball kommt nicht durch, weil die da zu zweit stehen. Also es wird nochmal gegen Ende richtig eng. 7 Minuten verbleiben uns, plus Nachspielzeit.
Wir führen aktuell, aber es ist eben bloß ein Tor und das kann sich sehr schnell ändern. Bestenfalls machen wir gleich das 3:1, dann ist eigentlich Schluss, aber muss man erstmal schaffen, ne? Oh, schön. Aber wir haben den Ball. So, jetzt habe ich keinen vorne zum Anspielen. Jawohl, Tevez. Tevez. 3:1, Schluss aus, vorbei. Das geben wir nicht mehr aus der Hand. Oh, das war nochmal richtig interessant hier, diese Schlussphase. Aber ich glaube, jetzt ist der Kasten zu. Wir sollten hier als Sieger vom Platz gehen. Aber nicht so sicher fühlen. Neuer beschwert sich zurecht und ja, aber so richtig wütend ist er auch nicht mehr. Gut, dass wir hier durchgekommen sind gegen Dante. Da hat eben Tevez seine Vorteile, auch in Sachen Schnelligkeit. Und das konnten wir hier einfach umsetzen. Er war aber nicht wirklich nah bei uns dran, ne? Die Grätsche ging vorbei. War zwar gut gemeint, aber leider hat es nichts gebracht. Und dann Neuer in die lange Ecke. Da sah etwas alt aus. Jetzt wechseln die nochmal. Können jetzt auch nochmal wechseln, aber jetzt bleibe ich auf jeden Fall bei den Leuten. Zeitspiel gibt es jetzt nicht. Ah, da hebt zwar Neuer mal kurz das Bein, aber mehr auch nicht. Das war zu eindeutig. Aber mit Evra haben wir auch schon ein gutes Teil aus einer recht großen Entfernung aufs Tor gezimmert. Und dem wollte ich jetzt einfach nochmal einen Versuch geben. Man merkt irgendwie gerade, jetzt ist bei denen die Luft raus. Die geben nicht mehr so Vollgas nach vorne, obwohl sie durchkommen. Aber jetzt fahren sie sich fest. Jetzt dürften sie, ja, nochmal Einwurf haben, aber das bringt's nicht mehr. Das Spiel ist aus. Die 2 Minuten 45 schaffen sie nicht mehr. Na, Vorsicht. Oh, der kommt durch. Morata, fast am Ende ist er. Jawohl, 4:1. Und was mir gerade auffällt, das ist die erste Partie, in der es dann kein Aluminiumtreffer geben wird. Wir haben es also geschafft, die Serie gebrochen. Und wir haben hierbei auch noch ziemlich viele Tore geschossen. 4 nämlich an der Zahl, so viele wie noch gar nicht. Also, Serie ist vorbei und schon gibt es die meisten Tore hier im Spiel. Ja, da war die Luft raus bei Bahn, weil der Ball hätte nicht durchkommen dürfen wie der letzte. Schaut mal, wie frei der auch denn in der Mitte ist und hier, ne. Der hätte einfach das Bein heben müssen, aber da war Boateng. Sieht nach Boateng aus, einfach gar nicht auf der Höhe. Der war schon in der Kabine, hat sich gesagt, 3:1, letzte Minute. Das wird nichts mehr und deswegen kommt noch ein 4. Tor für uns dabei heraus. Und er bekommt den Ball nochmal, aber ich glaube, jetzt ist Schluss. Ja, den Ball bekommt er jetzt auch und 4:1 gewonnen. Das kann sich doch sehen lassen. Das war eine richtig gute Partie und Serie gebrochen und ich werde die Demo einfach mal mit diesem Punkt an dieser Stelle beenden. Also das Let's Play zu Pro Evolution Soccer 2016. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die einzelnen Partien. Für ein ganzes Let's Play jetzt auch mit PES 2016 würde es meinerseits einfach nicht reichen. Aber dennoch hat es Spaß gemacht, mal schauen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder ein Fußballprojekt hier bei mir. Mit euch. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für alle, die zugesehen haben. Und auch, ja, für die ganzen Minuten, die hier wir Spaß hatten. Und ich würde sagen, mit diesem Tor hier nochmal, das war Pogba, ist das Tor leer war, genau, verabschiede ich mich einfach mal von euch. Wir sehen uns einfach woanders wieder. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.